Baum, Baum. Okay, wir haben auf jeden Fall da auch einen Parkplatz. Hier ist das Musikgeschäft. Ich würde am liebsten das Musikgeschäft komplett ausrauben, ne? Hallo Nico, einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Mach mich gleich traurig, wenn ich in dem Spiel $200 für eine Les Paul reichen. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Kennst du den Gitarrentyp, Steffen, oder warte? So, warte mal. Aussteigen. Eieieiei. Erfahrung und Levels. Warte mal, habe ich ein Upgrade etwa? Oh mein Gott, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Was nehmen wir, Leute? Ich würde natürlich Backpacker den Rucksack erstmal ein bisschen größer machen, oder was? Oder nicht? Oder wie? Den Rucksack größer machen? Wäre wahrscheinlich schon mal was. Erhöhe den Platz um 5% im Rucksack. Filifilu! Vielen, vielen Dank für den epischen Restart im vierten Monat. Eieiei, sehr, sehr freundlich von dir. Dankeschön, mein Lieber. Dann haben wir Werkzeugmeister. Werkzeuge gehen seltener kaputt, brauchen wir nicht. Nahmieter erkennen 5 Meter. Scharfe Sinne. 7 Meter. Was ist ein Nahmieter? Was ist denn ein Nahmieter? Was ist ein Nahmieter? Was ist ein Nahmieter? Steuerung, Bewertung. Erkenne den Preis von 20% der Gegenstände. Das ist natürlich auch sinnvoll, ne? Ich glaube, wir sollten erstmal den Preis machen. Wenn wir sehen, okay, das ist viel wert, dann können wir das direkt einpacken. Und den restlichen Schund lassen wir liegen. Dann haben wir noch Ausdauer. Ich nehme mal Bewertung. Wir nehmen mal Bewertung. Ich lerne Bewertung. So, ich habe Bewertung gelernt. Ich habe Bewertung gelernt. Dann wissen wir, was wir liegen lassen können. Weißt du, was nur so ein Dollar bringt oder so? Das können wir ja. Können wir ja liegen lassen. Viele Kumpels, die in der Band hier damals gespielt haben, eine vernünftige Les Paul kostet gebraucht ja schon vierstellig. Was? Vielleicht können wir die klauen. Moin, Dude, was geht ab? Bruder, ich muss hier langlaufen. Da bin ich mal gespannt, was das kostet, ne? Musikgeschäft, ist keiner da? Sprich mit dem Manager, mit ihm hier wahrscheinlich. Kann ich helfen? Ich bin auf der Suche nach einer aquamarinfarbenen Les Paul Smith. Nein, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ehrlich gesagt hatte ich gestern noch eine. Aber ein Typ hat sie sofort mitgenommen, als er reinkam. Oh Gott! Die klauen wir? Klar weiß ich das. Ich habe Aufzeichnungen, Mann. Daten. Aber ich kann sie nicht einfach so hergeben. Es ist nicht kostenlos. $400 müssen wir bezahlen? Gut, wir brauchen Geld. Wir brauchen jede Menge Geld. Ich habe auch schon gesehen, wir haben andere Aufträge. Und zwar hier hinten, ne? Da pass mal auf, dann machen wir einfach mal andere Aufträge. Ist doch gar kein Problem. Wir müssen erstmal ein bisschen leveln, ne? Wir müssen erstmal ein bisschen Dacheingang. Bezahlt den Manager oder stehe die Kundenliste? Ja, wir stehen natürlich die Kundenliste. Ja, das ist ja. Okay, das heißt, es ist tags. Ich muss mich umziehen, Leute. Wir stehen die Kundenliste. Selbstverständlich stehen wir die Kundenliste. Na sicher. So. Da muss ich hier drauf, glaube ich. Ausrüstung wechseln. Das anziehen. Und wir sollten vielleicht auch warten, bis es dunkel ist, ne? Das heißt, wir schlafen. Oh mein Gott. Steig wieder ein. So, wir schlafen mal bis 20 Uhr. Okay. Wenn wir Glück haben, der ist immer noch da. Der ist immer noch am Start. Warte mal, ich markiere den einmal, dass wir immer sehen, wo der ist. So, Geschäftsleiter. Sehr gut. Weißt du, dann haben wir den auf jeden Fall schon mal auf dem Tacho, den Dude. Ich werde vorher auf jeden Fall nochmal speichern gehen. So. Okay, Leute, es geht los. Wir überfallen den Dude. Wir klauen uns die Kundenliste. $400, also ganz ehrlich. Kannst du ja nicht bezahlen. Aber jetzt war ich echter Dieb. Weißt du, machen wir hier einfach rüber. Okay, oben gibt es einen Eingang. Wir könnten natürlich auch mit dem Hammer einfach die Tür kaputt machen. Ich glaube, das geht auf jeden Fall schneller. Ich weiß halt nicht, ob der das checkt, ne? Ich probiere es einfach mal aus. Müsst ihr benutzen? Wie? Ich kann da nicht rein. Okay, wir müssen oben rein. Wir müssen auf jeden Fall oben rein. So, wir sind auf dem Dach, Leute.
Ich nehme mal die. Ich glaube, ich behalte diese Ansicht erstmal. Wir springen jetzt rein hier. Okay. Der hat bestimmt noch mehr als eine Kundenliste hier, oder? Der ist auch hier. Ist doch bestimmt richtig viel Stuff im Laden. Plattenspieler, 15 Dollar wert. Kassettenrekorder ist bestimmt auch wertvoll. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Kann man wieder Daten zu den Häusern sammeln, wie die Bewohner aktiv sind und so weiter? Weiß ich nicht. Ich kann sie auf jeden Fall spotten. Vielleicht kommt das erst später. Also, konnte ich jetzt noch nicht so herausfinden, ehrlich gesagt. Ah, ein Schlüssel. Das heißt, wir schließen hier schon mal direkt auf. Ah, ich mache die Tür auch schon mal auf, dass wir gleich abhauen können. Ja, haben wir noch einen Kassettenrekorder rumliegen? Oh boy, oh bitte, kann ich... Ah nein, ich kann das nicht. Ich wollte gerade die große Box klauen. Hallo Ghosty, einen wunderschönen guten Morgen und hallo Nilly. Hallöchen, ihr beiden. Na, herzlich willkommen zurück in den 80ern. Zurück in die Vergangenheit. Mehr scheint es hier nicht zu geben. 703. In Haus 703 ist der Dude. Oh, das war sehr gut. Perfekte Tarnung. Diesmal haben wir eine gute Bewertung bekommen. Eieiei, irgendwas ist anders heute. Findest du? Hallo Mirko, grüß dich. So, wir steigen hier rein. Oh, falsches Auto. Falsches Auto, falsches Auto. So, wir steigen hier ein. Und wir ziehen uns natürlich auch einmal um. Bevor wir jetzt... Was passiert hier? Bevor wir jetzt die 703 ausrauben, da ist ja der die Gitarre, die sagenumwobene, werden wir zunächst erstmal unser Zeug, was wir haben, verkaufen. Ne? Wir müssen den Rucksack leer kriegen, Leute, dass wir hier auch Platz im Rucksack haben, wenn wir jetzt in das nächste Haus einsteigen. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt. So, wir parken mal hier vorne. So, zack. Hast du gerade leer gemacht? Ja, aber ich habe schon wieder zwei Sachen geklaut, weißt du? Der Bart ist länger, das wird sein, das wird sein. Der Bart ist gewachsen. So. Wie, ich habe nichts. Hä? Ich habe doch eben was geklaut. Ah. Ich glaube, ich habe den aus Versehen, ich habe den Rucksack im Auto gelassen. Ich muss nochmal einsteigen, warte mal. So. Rucksack aufsetzen. Okay, alles klar. Hab alles noch im Rucksack. Okay, jetzt können wir es verticken. Moin, wie geht's dir, mein Lieber? Grüß dich. Ich möchte Sachen ver... Hä? Leute, was ist hier los? Du hast es im Auto ins Lager gepackt, nicht dein Ernst. Man kann was ins Autolager packen. Okay, alles klar. So, jetzt müsste es aber funktionieren, ne? Versuch Nummer 3. Versuch Nummer 3. Das heißt, wir können den Rucksack aber unterwegs leer machen. Das ist gar nicht so schlecht. 30 Dollar kriegen wir hier für die Sachen. Ein Kassettenrekorder ist mehr wert als ein Plattenspieler. Richtig gut. Okay, dann gehen wir mal zu Haus 703. Frodo der Meister. Wir sind Frodo. So, den Hammer nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Und Haus 703 ist hier direkt gegenüber, Leute. Direkt auf der anderen Straßenseite quasi. Das heißt, wir können eigentlich auch hier... Ja, wir können da schon parken, ne? Wir können eigentlich hier einparken und einfach rüberlaufen und ausrauben. Das heißt, wir machen mal Folgendes. So, also, wir machen erstmal unsere Gangster-Klamotten, ziehen wir an. Und wir werden schlafen bis... Hier. Nee? So, jetzt. Okay, wir schlafen mal ein bisschen. Jetzt wird es nämlich gerade dunkel. Ich habe, John, ich habe die Information geklaut. Wir brauchen gar kein Geld für die Infos. Was ist hier los? Achso, das ist die Sichtbarkeit. Dieser Balken ist die Sichtbarkeit. Das ist die Vorderseite. Dann lass mal gucken, was haben wir hier? Da ist das Haus 703. Wir schleichen mal ein bisschen ran. Da könnten wir drüber klettern, will ich aber nicht. Haben wir hier irgendwelche Bewohner drin? Was ist denn jetzt los?
Das wird einen etwas anderen Weg erfordern. Okay, ich habe schon gesehen. Kaufe ein paar Infos über 703 von Kowalski. Okay, alles klar, alles klar. Okay, also es gibt Infos auf jeden Fall. Ich werde mich aber vorher nochmal umziehen. Weiß nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Okay. 400 Euro. Nee. 400 Euro muss, Dollar mussten wir bezahlen für Informationen, wer die Gitarre gekauft hat. Informationen, wer die Gitarre gekauft hat, haben wir uns geklaut. Die Gitarre befindet sich in Haus 703. Und Kowalski hat Informationen über den Dude, der da lebt. Also rede ich mal mit ihm. Was willst du? Ich möchte, dass du die Heizung runterdrehst. Nee, ich brauche Informationen. 15 Dollar kostet. Das enthält alle Routinen und den Standort wertvoller Gegenstände. Okay, okay. Sehr gut. Prüfe die Informationen im Kartenmenü. So, was haben wir hier? Also, er ist auf jeden Fall draußen. Und auf der Veranda ist er nachts, oder was? Schlafzimmer, Veranda, Wohnzimmer. Schlafzimmer, Wohnzimmer. Wo ist denn das Zeug? Kassettenrekorder und Plattenspieler hat er bei sich. Kürzlich hatten sie Probleme mit dem Sicherungskasten. Das ist gut. Ich weiß zwar nicht, was ich da jetzt machen soll, aber naja. Da muss ich mal gucken. Emma, oh mein Gott, es gibt noch eine zweite. Die ist im Schlafzimmer, die ist auf Toilette. Die ist in der Küche. Tja, was machen wir denn da jetzt? Wie gehen wir da am besten vor? Der hat zwei Bewohner, haben wir da drin. Hast du recht, Steffen? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Wir haben hier relativ lange Slots. Da ist einer auf der Veranda. Und Emma ist im Schlafzimmer. Von 0 Uhr bis 8 Uhr, von 0 Uhr bis 7 Uhr. Das heißt, wir haben 7 Stunden. Ich schlafe mal bis 0 Uhr. Kaufe Elektrikerverkleidung. Wie, was soll ich machen? Kaufe Elektrikerverkleidung, verdiene Geld mit Diebstahl. Okay, okay. Metal kam 15 Monate. Vielen, vielen Dank für den epischen Resort. Guten Morgen zusammen. Feins gut, dass du endlich dein wahres Ich zeigst. Kappa, die Frise solltest du behalten. Selbstverständlich. Kaufe Elektrikerkleidung, Rock'n'Roll. Ja, aber wo kaufe ich Elektrikerkleidung? Also wir können uns wahrscheinlich als Elektriker verkleiden. Wo kaufe ich denn Elektrikerkleidung, Leute? Pfandhaus? Verdiene Geld mit Aufträgen, mit Diebstahl, um Elektriker. Wo krieg ich Elektrikerverkleidung her? Im Pfandhaus oder wo? Moin, grüß dich, Meister. Hast du Elektrikerklamotten? 150 Dollar, wie bitte? Lasse die Mieter glauben, dass du ein Elektriker bist, damit sie dich in ihre Wohnung lassen. Ja, das ist doch gut. Das machen wir. Komplett neues System, ne? Elektriker. Das heißt, wenn der eine Typ auf der Veranda ist, der andere im Schlafzimmer, dann werden wir das nachts machen, ne? Das heißt, ich wechsle die Ausrüstung, wir nehmen Elektrikerkleidung, wir können dann keinen Rucksack tragen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber vielleicht finden wir einen Schlüssel, ne? Vielleicht finden wir tatsächlich einen Schlüssel. So. Benutze die Türklingel, das mache ich gleich. Wir können das ja jetzt machen, ne? Wir können ja schon mal... Hey, nee, komm, wir schlafen. Wir schlafen jetzt bis 0 Uhr. Elektriker am Kleiderladen. Nee, jetzt gab's alles im Pfand. Oh, Alter, guck mal, jetzt haben wir die. Jetzt haben wir original dasselbe Aussehen, ne? So, dann gehen wir da mal hin. Ja, schönen guten Tag. Ich bin von den städtischen Elektronik-Zeugs und so. Man könnte hier natürlich auch hochklettern. Das machen wir aber nicht. Wir klingen jetzt erstmal. Wir klingen jetzt erstmal. Da ist jemand. Im Bettchen? Jemand hat dich gehört. Ja, das ist ja gut. Ich will ja auch, dass sie mich hören, ne? Wir klingeln einfach mal ganz freundlich. Hallo, I like Pandas. Ein wunderschön. Hallöchen. Moin. Was willst du, sagt der Mieter. Ich bin hier, um die Sicherungskästen zu überprüfen. Ich habe keinen Elektroträger bestellt. Du kannst das prüfen, aber ich bezahle nicht dafür. Die Tür ist offen. Geh ruhig rein. Dankeschön, ich kann können das prüfen.
Stiehl im Keller den Schlüssel. Ah, haben wir schon fast gedacht. Plattenspieler. Das Geld kann ich. Das Geld nehme ich trotzdem mit, ne? Was hier so lose rumliegt. Das stecken wir alle schon mal gleich ein hier. Das ist ja klar. Ne? Wenn hier Geld rumliegt, Leute. So, hier haben wir noch mal ein bisschen Geld. So. Hier haben wir den Schlüssel. Okay. Wie viel passt denn in meine Hosentasche eigentlich rein? Nicht so viel, ne? Wo ist denn die Gitarre? Kann ich die nicht direkt mitnehmen? Schon mal das Geld nehme ich schon mal mit hier, natürlich. Klar. So. Wo ist die Gitarre? Ich weiß ja, ich sollte das schon mal auskundschaften. Rüste dich mit dem Rucksack im Auto aus. Mache ich gleich. Ich will noch mal gucken, wo die Gitarre hier ist, ne? Die muss ja hier... Irgendwo ist ja hier die Gitarre. Und ich sammle auf jeden Fall das ganze Kleingeld erstmal ein. Hier ist ein Schrank zum Verstecken. Da ist ein Fernseher. Steht die jetzt auf oder was? Ich würde den Fernseher gerne noch mitnehmen, ne? Wenn wir schon mal hier sind, können wir einen Fernseher mitnehmen. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Hier ist noch ein bisschen Geld. Hier ist auf jeden Fall alles voll mit Kohle, ne, Leute? Wie Hausfriedensbruch. Ich dachte, ich darf da reinlaufen. Ich dachte, ich darf da reinlaufen. Was ist das denn jetzt für eine Ficke? Was ist das denn jetzt? Wieso darf ich denn da jetzt nicht reinlaufen? Jetzt kommen die Cops wieder, ne? Da läuft eine Zeit ab. Hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen. Wo war da eine Zeit? Wo war da eine Zeit? Du hast Geld geklaut. Ah, okay. Lag das am Geld oder lag das an der Zeit? So, wir nehmen jetzt den Rucksack mit natürlich. Wir nehmen natürlich jetzt den Rucksack mit. Ausrüstung wechseln. Also erstmal ziehen wir unsere Gangsterklamotten an. Wir nehmen das alles mit. Wir nehmen auch den Hammer mit. Obwohl, ja komm, wir nehmen den. Nehmen wir den Hammer mit? Wir nehmen den Hammer mit. Und wir speichern auf jeden Fall vorher nochmal. Haben wir hier nicht irgendwo eine Tele... Da ist eine Telefonzelle. So. Okay, es geht los, Leute. Wir haben den Schlüssel. Wir haben einen Rucksack. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Wir sollten noch mal schlafen bis 0 Uhr. Dass der Typ auch auf der Veranda bleibt, auf jeden Fall. Ich gehe noch mal ganz kurz pennen. Bis 0 Uhr. So. Schlafen. Ein Tag später. Als Elektriker möchte ich da eben zu sagen, dass erst ab vierstelligen Beträgen Bargeldsummen geklaut werden. Darunter lohnt es sich nicht. Da können wir die Kunden lieber über die Rechnung ausnehmen. Ja, wow. Okay, alles klar, Steffen. Vielen Dank für diese hilfreiche Info. Ich werde kein Geld liegen lassen, wenn ich mal einen Elektriker mir hole. So. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Der ist aber, glaube ich, für die Hintertür, ne? Benutze die Hintertür. Wo ist die Hintertür? Auf der Hintertür, da rennt doch der andere Dude rum. Der ist auch auf der Veranda gerade. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich richtig unglücklich. Aber wir können ja versuchen, da dran vorbeizuschleichen. Ne? Wir klettern da mal rüber. So. Ich weiß auch gar nicht, wo die Gitarre ist. Weiter. Da ist der Dude. Ich bin leise wie eine kleine Katze. Die könnten mich gar nicht hören. Steht aber wieder auf, die Tante. Das ist die Hintertür, der Keller, ne? Ich hoffe, die sieht mich jetzt hier nicht rumschleichen. Alles ist gut, alles ist gut. Oh mein Gott. Oh boy, das war knapp. Ich mach die Tür wieder zu. Ich habe die Tür wieder zugemacht, Leute.
Jetzt können wir natürlich hier einen Rucksack vollpacken, ne? Was haben wir denn hier? Ein Rasenmäher? Hätten wir mal ein Gebot? VHS-Kassetten bringen nicht so viel Kohle. So ein Kassettenspieler, das bringt Kohle, ne? Videorekorder nehme ich mit. Videorekorder nehmen wir auf jeden Fall mit. Taschenrechner weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Handliches Radio. Das ist halt auch schwer, ne? Das ist halt auch schwer. Okay, okay, okay. Wir gehen hoch. Ich glaube, wir müssen ins Obergeschoss tatsächlich. Der kann uns nicht sehen. Hier sind zum Glück keine Fenster. Wo ist denn hier die Treppe? Gibt es hier eine Treppe? Hallo? Es gibt gar kein Obergeschoss. Warte mal, hier ist was. Aha. Das Badezimmer, Kassettenrekorder. Den nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Fuck off, Alter. Wo würdet ihr denn eine Gitarre aufbewahren? Jetzt sagt bitte nicht im Schlafzimmer, Leute. Oh, hier ist noch eine Tür. Hier ist noch ein Schlüssel, oder? Ne, Kopfhörer. Die darf hier nicht rauskommen. Macht die auch, glaube ich, nicht. Plattenspieler teuer haben wir einkassiert. Wo ist die Gitarre, Leute? Fuck off. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Wo ist denn die Gitarre? Hallo, Erdbärchen. Links an der Wand. Dankeschön, Leute. Oh mein Gott, ich bin so blind. Inventar ist voll. Scheiße. Fuck. Wo ist mein Inventar? Wir müssen hier wieder raus. Wir müssen irgendwie das Inventar leer machen. Kann ich das hier irgendwie hier ausleeren, das Inventar? Gewicht 15. Guck mal, das hat kaum Wert. Das droppen wir mal. Teuer, teuer Videorekorder. Troppen wir auch. Okay, ich nehme jetzt die Gitarre mit. Okay, wie raus hier, Leute. Wir müssen wieder durch die Hintertür laufen. Kassettenrekorder nehmen wir nochmal mit hier, weißt du. Kommen wir hier raus? Ich habe keinen Schlüssel für die Vordertür. Das ist ein bisschen doof. Ich kann gerade nicht mehr vor lachen. Wieso? Wieso lachst du? Das ist meine natürliche Haarpracht. Ich streame das erste Mal ohne Cappy. Was soll ich hier machen? Wir müssen raus jetzt. Okay, der Dude sitzt da. Der dreht sich hoffentlich gleich um. Wie habe ich hier eine Uhrzeit? 3 Uhr. Wir haben es 3 Uhr nachts. Unten ist die Uhrzeit, Leute. Das ist Fukuhila, nennt sich das. Das ist eine Trendfrisur. Ne? 2022, das kommt alles wieder. Letztes Jahr haben ja schon alle angefangen, Schnauzer zu tragen. Als nächstes kommt die Fukuhila-Frisur. So, Leute. Wir verpieseln uns. Ich werde hier drüber klettern. Hier ist natürlich auch noch, ne? Auch interessant. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir haben hier Passanten. Die sollten uns möglichst nicht entdecken. Wir bleiben ja hier schön im Dunkeln. Wir müssen auf die andere Straßenseite. Das Auto steht da hinten. Das ist das Problem. Und da rennt auch einer rum irgendwo, ne? Hier. Dieser Dude. Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Wir gehen mal kurz rein. So. Umziehen erstmal. Eieieiei. Oh mein Gott, perfekte Tarnung. S. Wir haben immer noch eine Gitarre auf dem Rücken. Wir versuchen die mal abzugeben erstmal. Ich wünsche euch... Was, der arme Dackel? Was für ein armer Dackel? Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich muss zur Arbeit. Viel Spaß auf der Arbeit. So, soll ich die eben geben direkt hier? Moin, was gibt's, Alter? Ich hab leider keine Information für dich. Ich habe hier für dich habe ich eine Gitarre. How you doing? Hier, die Gitarre. Well, it's aquamarine and it does have the correct number of strings. 6, by the way. I know a bit about guitars. I'm the manager.
So next up, that amplifier he got over there sounds like ass. Most people can't tell, but I got a good ear for this. My theory is they keep sticking cigarette butts in the air duct. Ash is bad for speakers, so we need him a new amp. Okay, ich habe auch schon einen gesehen, ne? Und zwar im Musikladen. Im Lager war ein großer Verstärker. Go get him a Stevie Mark I guitar amplifier. I know this dork in House 7 of 5 who's got one just sitting there. Every time I look in his window, it's just gathering dust. It ain't right. 705, wir werden uns Informationen zu dem Haus auf jeden Fall kaufen. Und ich bin aber am Überlegen, ob wir jetzt. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt nochmal in das Haus 702 einbrechen. Da war ja noch eine Menge Loot, ne? Da war ja noch viel. Was willst du? Information 705, ne? Oh mein Gott, Maeve! Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Ist denn das die Möglichkeit? Hau dir den dicken Sappen raus! 5 Subs an einem Stück! Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey! Jetzt ist Twitch Chat Anarchie! Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey! Nieder mit dem Mod-System! Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey! All die Mods, die können wie gehen! Wie viel Dank, Maeve? Ist denn das hey, die Möglichkeit? Kappa, Kappa, hey Kappa Kappa, hey! Alle schreien Brayface, no Space! Das ist ja sehr, sehr nett von dir! Wie viel Dank, Maeve? Haut 5 Wasserbomb raus an! Kaldo hat einen bekommen! Casey Vuko hat einen bekommen, Namo TV hat einen bekommen, JD hat einen bekommen und Nico hat auch einen gekriegt. Viel Spaß damit, Dankeschön, Maeve. Eieieiei, vielen Dank. Oh, Maeve, du bist ja aber richtig im Gönnermodus heute, du. Guck mal, die Leute freuen sich alle. Ach, ist das nicht toll? Jetzt passt die Frise zum Song, wieso? Das ist meine normale Frisur. So, 705, komm, wir kaufen das mal. $22 kostet das, das ist natürlich ein bisschen... Ja. Oh mein Gott, Big Picks, haut auch nochmal einen Zap raus. Den ersten, Alter, Big Picks. Großzügig wie, das ist ja Wahnsinn. Vielen Dank für den Zap im allerersten Monat. Herzlich willkommen. Viel Spaß mit deinem allerersten Zap hier auf diesem Kanal. Hier bei mir auf Twitch. Herzlich willkommen, Big Picks. Als waschechter Lasianer. Ja, den Namen kann man sich nicht aussuchen. So, pass auf, wir verkaufen einmal kurz die Klamotten. Vielen Dank, Big Picks, Dankeschön. Und Maeve, danke. Was hast du zu verkaufen? Also wir verkaufen... Alter, 60 Flocken Kassettenrekorder. Und wir können eine Brechstange kaufen. Zum Öffnen von Fenstern. Benötigt einen mittleren Itemslot. Ja, das kaufen wir, ne? Wir sind zwar wieder arm wie Hulle, aber hey. Wir haben eine Brechstange, Leute. Das ist richtig gut eigentlich. Mit der Brechstange könnten wir jetzt natürlich auch nochmal versuchen, hier vorne in das Haus einzubrechen, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Wir nehmen die Brechstange aber ausgewählt. Ich gehe da nochmal rein. Ich räume die Butze nochmal von eben gerade leer. Wir schlafen noch einmal. Bis Mitternacht. Ich weiß, die sind da auf der Veranda. So, ich habe nicht geschlafen. Wir müssen nochmal schlafen. Wir schlafen mal bis 23 Uhr. So. Achso, und wir müssen natürlich nochmal unsere dunklen Klamotten anziehen. Wir werden noch mal reinsteigen in das Haus, ne? Hallo Doom! Moin, grüß dich! Ich war nicht beim Friseur, ich habe einfach die Cap abgenommen. Ich müsste mal wieder mein Haar rasieren, da hast du natürlich völlig recht. Weil da gab es ja noch Fernseher und sowas, weißt du? Das würde ich natürlich auch gerne noch mal alles ausräumen. Wir gehen da noch mal rein, Wir gehen noch mal voll rein hier. Ja, unsere alten Bekannten. Aber diesmal mit Brecheisen, ne? Wir könnten hier direkt vorne ins Fenster einsteigen, eventuell. Der Typ ist auch schon auf der Terrasse. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben eine Stunde länger. Ich hoffe, es macht keinen Lärm. Was soll ich machen? Mach auf das Ding! Oder muss ich hier auf den Bügel? Das geht nicht auf, Leute. Wie bricht man Fenster auf? Weiß das jemand von euch? Alter, Ghosty! Bruder! Da wird schon ein bisschen Angst gekriegt hier. Hinweis anzeigen. Brechstange. Warum kriegen wir das Fenster nicht auf? Sag mal, Werkzeuge.
Ja, Brechstange, aber wie mache ich eine Brechstange? Wie mache ich das auf? Brechstange benutzen. Oh, irgendwer hat mich gehört, glaube ich. Teste das Brecheisen am Trainingsfenster. Ja, was ist denn was für ein Trainingsfenster, Leute?